schon ganz hervorragende Reden gehört, fast zwei Stunden lang schon, kann man sagen. Hat mir sehr gut gefallen, obwohl ich auch sich ein bisschen angestrengt. Es gibt viel, worüber man heute Abend nachdenken kann. Wir haben hier auch wieder die zwei schon so bekannten Gastgeschenke. Dankeschön zu sagen an Herrn Junge und an unseren Direktkandidaten, Herrn Leute, mit der Wahlmacht. Ja. So, bevor ich es vergesse, möchte ich Sie noch darauf hinweisen auf eine Veranstaltung nächste Woche, am Samstag, den 9. September in Sachsenhausen, Waldeck-Sachsenhausen. Da haben wir abends, ich glaube mich zu erinnern, um 19 Uhr den Herrn vom Kompakt, Elsässer, zu Gast in Waldeck-Sachsenhausen, zu der Zeit hat und dahin kommen möchte. Herzlich eingeladen. In Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit, vielleicht viele von Ihnen mit dem, was gesagt worden ist, würde ich die Zahl der Fragen ein bisschen begrenzen wollen. Also wenn Sie damit einverstanden sind, würde ich sagen, insgesamt 5 Fragen an die Referenten, an die Redner, um das so ein bisschen zu moderieren, der Reihe nach, wenn es möglich ist. Sie müssen nicht, Sie dürfen. Es gibt hier keine Fragen, er hat hier zu 100% recht. Ja. Schaffen, anstatt jetzt die Wehrpflicht wieder einzuführen, was doch vielleicht ein bisschen lange dauert. Weil wir müssen erst noch ein bisschen Grenzen setzen, meiner Meinung nach. Sollten wir dann die Bundeswehr nicht auch mit einziehen? Ober steht unter, oder? Natürlich müssen wir auch werben. Aber ich glaube, wir müssen Soldaten bewerben, die auch bereit sind, für ihr Land zu kämpfen. Wirklich zu kämpfen. Genau. Das, was wir immer wieder erlebt haben, was ich auch erlebt habe in meiner ganzen Dienstzeit, dass man eine Klientel herangezogen hat, indem man zum Beispiel sagt, geht zur Bundeswehr, Unteroffiziere, ne? Wir brauchen nur Unteroffiziere, 40.000, ein Job wie jeder andere. Falsch, es ist kein Job wie jeder andere. Das ist eines der herausforderndsten Berufe, die sie überhaupt haben. Auch ein unglaublich toller Beruf, für mich jedenfalls war vielleicht für jedermann etwas. Aber das, was von ihnen gefordert wird, physisch, psychisch und auch intellektuell, ist so umfassend, gerade wenn sie dann, weil der Soldatenberuf ist ein Aufstiegsberuf, aber auch mit dieser Herausforderung, auch in Einsätzen ihr Leben tatsächlich einzusetzen, dann fehlt natürlich das, und da können Sie noch so viel werben, wie Sie wollen, wenn Sie den Rückhalt der Bürger nicht spüren, auch der Politik nicht spüren, so geht es unseren Polizeibeamten ganz genauso. Da müssen wir was dran tun. Es muss eine Ehre sein, diesem Land dienen zu dürfen. Und das muss aber auch entsprechend honoriert werden. Und dann brauchen wir natürlich auch mehr Soldaten, aber wir dürfen nicht die Falschen heranziehen, sondern wir müssen die heranziehen, die wirklich auch bereit sind, für diese herausfordernde Aufgabe sich bereitzustellen und nicht einfach nur einen Job suchen, denn das ist kein Job wie jeder. Ich möchte auch noch hinzufügen, dass ich die Wiedereinsetzung der Wehrpflicht aus dem Grunde befürworte, dass in der Bundeswehr junge Menschen auch wieder an einen Patriotismus herangeführt werden. Man bekommt Dinge mit auf den Weg. Man lernt ja nicht nur die praktischen Dinge, das Soldatenhandwerk, sondern ich lerne auch Disziplin. Ich lerne, dass ich im Leben auch Dinge machen muss, die mir nicht unbedingt Spaß machen. Kameradschaft, Ehrlichkeit, Geradlinigkeit. Also die Bundeswehr gibt jungen Menschen viele Dinge auf den Weg, die man heute allzu oft auch bei der Jugend vermisst. Und das ist auch heute noch so, das wurde noch nicht zerstört von der Politik. Ja, es gibt es heute noch in der Bundeswehr. Deswegen halte ich das für sehr wichtig. Junge Menschen müssen auch lernen, Verantwortung zu übernehmen für ihr Land. Und man wird natürlich auch herausgerissen aus der heimischen Lethargie jetzt, wo wir teilweise junge Leute haben, da bekommen die Eltern Hartz IV, ja, und die selber rutschen da auch so rein. Wenn man dann mal herangezogen würde zur Bundeswehr, hat das sicherlich einen positiven Effekt. Um den zu stoppen oder vielleicht sogar noch wieder zurückzudrängen. Weil das macht mir am größten Sorge,
keine Region, die so viel fordert und so viel auch Zugeständnisse von unserer Politik bekommt. Wie gesagt, das ist mir erst. Und dann habe ich eine andere Frage, die Sie mir mit Sicherheit nicht beantworten können, worüber ich mir aber Gedanken mache und mich gerne wissen würde, wie Sie darüber denken. Ich war Montag bei einer Lesung von dem Herrn Robin Alexander zu dem Buch Die Getriebenen. Ich habe das Buch selber gelesen und habe mir schon meine Gedanken auch darüber gemacht, ob das alles so sei, also wirklich so passiert ist. Und dann wurde der Herr Robin Alexander gefragt, ob er jetzt noch weiter die Bundeskanzlerin begleiten darf nach dem Buch, was er geschrieben hat. Und dann hat er so ein bisschen noch rumgedruckt und hat aber dann nur gesagt, ja, er durfte sie noch weiter also begleiten. Und frage ich mich, wenn Sie jemanden hätten, der so ein Buch über Sie schreiben würde, ob Sie demjenigen noch vertrauen würden, wenn er die Wahrheit geschrieben hätte. Mir erweckt das eigentlich den Eindruck, dass das Buch vielleicht zur Ablenkung geschrieben wurde, um den Eindruck zu erwecken, dass es ein Kontrollverlust war, weil man die Bilder an den Grenzen nicht sehen wollte. Dann müsste aber die Konsequenz ausfolgen, dass die Grenzen dann danach geschlossen worden wären und man zumindest nach außen gesagt hätte, hier Leute, wir können keine Aufnahme und so weiter. Ich habe mittlerweile aber den Eindruck, dass das Buch geschrieben ist, um dann wirklich die wahren Absichten darüber zu vertuschen, was wirklich in der Grenzöffnung ist, weil sonst könnte ich mir nicht vorstellen, wer so ein Buch für mich, über mich schreibt und über meine Kontrollverlust und quasi Unfähigkeit, der meiner Kontrollverlust darf. Also das ist natürlich ganz schwer, über das persönliche Verhältnis von Robin Alexander und Frau Merkel jetzt aus der Ferne heraus eine Analyse herbeizuführen, würde ich mich außer Stande sehen. Natürlich ist es schon ein Problem. Ja? Ich hätte da schon auch ein Loyalitätsproblem und ein Vertrauensproblem mit jemandem, wenn er die Wahrheit schreibt. Die Frage ist aber, inwieweit ist sie denn eigentlich nur meinungsbildend? Soll sie meinungsbildend sein und von anderen Dingen tatsächlich ablenken. Aber man muss auch mal vorsichtig sein, auch wir als AfD dürfen auch nicht jeder Verschwörungstheorie, auch wenn sie uns gut gefällt, hinterherlaufen. Wichtig ist, dass wir seriös bleiben und die Fakten betrachten. Das ist ja das, was wir auch sagen. Wir sind die Realisten. Wir wollen die Realisten sein. Also dürfen wir auch nicht mit irgendwelchen Spekulationen hausieren gehen. Ich halte das für ziemlich gefährlich. Und das, was da so manchmal im Facebook auch von unseren Leuten so verbreitet wird, ist in dieser Sache. Aber Ihre andere Frage war der Islam. Wie weit können wir den Islam eindämmen? Ich glaube, dass ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass wir DITIB unter Beobachtung stellen, unter Verfassungsschutz beobachten. Wir haben das sehr, sehr früh in Rheinland-Pfalz festgestellt. Wir waren kurz vor einem Staatsvertrag mit der DITIB, um DITIB als Vertragspartner zu haben, die Einführung von Islamunterricht in deutschen Schulen. Das haben wir mit unserer Oppositionskraft relativ schnell verhindern können, indem wir ganz klar aufgezeigt haben, dass DITIB eben tatsächlich ihre Imame verbeamtet nach Deutschland schicken und sie dort einfach im Sinne Erdogans oder eines türkischen Islam weitergeben. So, wir haben an die 1000 DITIB-Moscheen, diese müssen überprüft werden. Wir müssen auch über den Verfassungsschutz her ganz klar sehen, wo der Islam in seiner aggressiven, fundamentalen Art versucht Einfluss zu nehmen. Da müssen wir dagegen halten. Das ist schon schwierig genug. Und ich weiß, wie schwierig es auch mittlerweile wird, auch für Alteingesessene, also die erste Generation der Türken, ja, der Muslime, wie stark die Radikalen diese unter Druck setzen. Wenn wir also irgendwie schwadronieren von einem europäischen Weg des Islam oder einer Reformierung des Islam, das ist ein völliger Realitätsverlust. Der Islam wird gesteuert aus ganz anderen Quellen und wird dort auch aus Kairo und aus anderen, aus Saudi-Arabien, dort hat er seine Wurzeln. Das würden die nie zulassen. Ja, ich bin gespannt, wie diese Moschee, die dort gegründet worden ist, die auch in einem europäischen, einem liberalen Islam propagiert, wie die überleben wird. Ja, ich traue das der Frau nicht lange zu, dass sie das durchhalten wird. Also die Radikalisierung ist ja ein Wesenszug des Islam. Und deshalb sehe ich auch, was die Religionsfreiheit anbelangt, damit kommen sie ja immer, ja, dass der Islam, dass wir die Religionsfreiheit halten. Ich habe viele Diskussionen mit DITIB-Vertretern geführt, immer dann, wenn ich sie festnage und sage, sag mir, du als
Imam, sag mir, was für dich höher angesehen ist. Das deutsche Grundgesetz und die deutsche Gesetzgebung oder die Scharia. Dann weichen sie entweder aus oder brechen das Gespräch ab. Und dann wird die Kairoer Erklärung, die ja, ich sag mal, das Gegenstück oder das Begleitstück ist zur Menschenrechtskonvention, dann stellen sie alle Menschenrechte immer unter den Vorbehalt der Scharia. Und damit sind sie für uns keine Religion. Es gibt in Rheinland-Pfalz zwei Gutachten dazu, ja, ob sie als Religionsgemeinschaft anerkannt werden müssen. Und beide werden nicht veröffentlicht. Ich kenne beide, weil ich sie als Fraktionsvorsitzender lesen durfte, aber ich darf sie nicht veröffentlichen. Ja. Aber ich sage Ihnen, da gibt es doch erhebliche Zweifel. Ja, ich finde auch schon, dass der Islam schon aus einem Grund nicht mit dem Grundgesetz vereinbar ist, weil man aus dem Islam nicht so einfach austreten kann wie aus der evangelischen oder meine Damen und Herren, ich habe noch zwei Fragen hier. Das ist einmal der Herr Brüne und der Herr da drüben. Ich bitte darum, dass die Fragen kurz und knapp gestellt werden, dass wir jetzt nicht die beiden wunderbaren Reden, die wir gehört haben, oder drei wunderbaren Reden gehört haben, jetzt durch Fragestellungen in spezielle Einzelthemen zerfasern. Dankeschön. Herr Brüne? Also Sie haben am Ende Ihrer Rede einen ganz interessanten Gedankengang entwickelt. Bei der letzten Bundestagswahl, die SPD gemeinsam mit beispielsweise den Linken eine Koalition gemacht hätten, hätten wir die gleiche Politik gehabt. Absolut. Meine Frage ist, Merkel, die späte Rache der Staatssicherheit in alten Bundesländern. Es gibt ja, das kann ich einfach beantworten mit Ja, aber es gibt ja diese Anekdote, dass eine gewisse Angela Merkel 1990 im großen Bundesparteitag der CDU ein kurzes Gespräch mit einem gewissen Helmut Dr. Helmut Kohl haben wollte. Und sie bekam dieses Gespräch, es wurde ihr gesagt, nicht länger als 10 Minuten. Das Gespräch hat über anderthalb Stunden gedauert, also 1 Stunde 40 gedauert. Danach hat sie als völlig unbekannte Abgeordnete, die sie ja noch gar nicht war, also ein völlig unbekannte CDU-Mitglied, sie war ja vorher in einer anderen Vereinigung, als ganz frisches CDU-Mitglied einen sicheren Wahlkreis von Helmut Kohl bekommen hat, sicheren Wahlkreis, und dann ja auch relativ schnell im Kabinett Kohl Umweltschutzministerin wurde. Ich frage mich, was hat sie dem Helmut angetan, ja? Dass es so schnell und so rasend schnell, also besonders attraktiv war sie ja nie, ja? Ich meine, das wäre ja jetzt eine Variante. Aber ich glaube, Helmut wusste schon, ja, ich habe ja zu Helmut Kohl zu seinem Tod eine Rede gehalten. Das war mein Kanzler. Ja. Das war wirklich mein Kanzler, Helmut Kohl. Man kann vieles sagen, er hat uns Angela Merkel beschafft. Ja. Er hat sicherlich auch den Eintritt in die Europäische Union, beziehungsweise in die Übernahme des Euro, auch nicht ganz so klug gemacht, aber er war Kanzler der Einheit. Also ich habe ihn irgendwie sehr geschätzt, aber er hat Merkel verursacht. Weiß bis heute nicht. Warum? Und wieso sie in der Lage war, Leute wie Friedrich Merz, ja, oder den aus Hessen hier stammenden Roland Koch, ja, zu chassen. Was hat diese Frau? Mir fehlt da jegliche Fantasie, ja, und die, die mir da einfallen, die sind so raus, die ich nicht mehr sagen. Ja, das Thema islamische Kinderehe in Deutschland, dass über 1500 Mädchen unter 14 Jahre zwangsheiraten müssen in Islam, dass das keiner hier aufgreift, und keiner denen hilft oder dass das toleriert wird vom deutschen Staat, wie geht denn sowas? Ich glaube, das Thema Kinderkehr ist natürlich auch eine Sache, die absolut mit dem Rechtsstaat nicht vereinbar ist und eine Schande ist für den deutschen Rechtsstaat. Übrigens auch eine Sache, die Frau Oesus wieder nicht so schlimm findet. Die Kinderehen, der Islam wird ja außerhalb jeder Kritik gestellt, aber da kann ich Ihnen auch versprechen, dass das tiefe Überzeugung jeden AfD-Politikers ist, das so schnell wie möglich zu beenden. Und wir werden das Thema natürlich sofort angehen, sobald wir in den entsprechenden Parlamenten sitzen. Also nach der Bundestagswahl werden wir das Thema natürlich sofort aufgreifen, weil das ist eine Schande wirklich für einen Rechtsstaat, in dem Kinder geschützt werden, dass man unter dem Deckmantel des Islams diese heiraten darf. Das ist gar nichts anderes als staatlich erlaubte Pädophilie. Eine Sache, die ich jetzt noch mal eben kurz sagen wollte, ich glaube, es war jetzt die letzte Frage, da vorne im rosanen Jackett steht die Frau Papst.
Papst Dippel, die setzt sich wirklich aufopfernd ein für den Kreisverband, hat hier zum Großteil diese Veranstaltung, die ja wunderbar organisiert ist, hier vorbereitet. Man sieht sie selten, aber sie macht wirklich viel für die AfD, also man sieht sie selten im Vordergrund, sie arbeitet viel für die AfD und ich finde, die Frau Papst Dippel, die hat jetzt auch mal für ihre hervorragende Arbeit. Mir ist zwischenzeitlich noch was ganz kurz was eingefallen. Ich habe noch eine Veranstaltung anzukündigen, die ich fast vergessen hätte, der unseren Direktkandidaten, Jan Leute, noch nicht gut kennengelernt haben sollte heute Nachmittag. Der hat ja die Gelegenheit zu, das ist natürlich auch seinen Verwandten, Bekannten, Nachbarn zu sagen, am 14. September, das ist ein Donnerstag, in anderthalb Wochen, ist er drüben in Volkmarsen im Wirtshaus Phoenix. Da keine große Rede halten, sondern mehr oder weniger für Ihre Fragen zur Verfügung stehen, im direkten Kontakt mit anfassen, will ich meine Fragen, wird er da vorhanden sein und man kann mit einem Schlückchen Bier mit ihm einfach so von in Augenhöhe miteinander diskutieren. Wir hatten eben gesagt, das sollte die letzte Frage sein. Mir hat dieser Nachmittag viele Erkenntnisse gebracht. Ich muss über viele Sachen nachdenken. Vieles wusste ich schon, einiges war mir in dem Zusammenhang neu geworden, aber es ist in der Überzeugung, die AfD ist nicht nur die Partei mit dem Mut zur Wahrheit, sondern sie ist auch auf jeden Fall die Partei, die die Rechtsstaatlichkeit fordert und wieder einsetzen wird, ab dem 25. September, sag ich mal ein bisschen salopp, und auf jeden Fall dafür sorgen wird, dass das, was man als Schüler im 8. oder 9. Schuljahr gelernt haben sollte, nämlich die Gewaltenteilung. Die Teilung zwischen der gesetzgebenden Gewalt, also im Bundestag, die Regierung und die Judikative, also die Richter, wieder sauber voneinander zu trennen, dass nicht der eine dem anderen ins Gebet funkt und das alles durcheinander läuft wie in einer Diktatur. Ich denke, das ist eine der, ich denke, da stimme ich auch mit den Rednern überein, eine ganz wichtige Aufgabe, die die AfD da vor sich hat. Ja, Ihnen würde ich jetzt einen schönen, guten Nachhauseweg wünschen. War schön, dass Sie gekommen sind. Das Wetter ist inzwischen auch wieder gut, also Sie können mit Regen schon zusammenklappen. Ich wünsche ein schönes Restwochenende und hoffe, dass wir uns demnächst mal wiedersehen. Und denken Sie dran, wo Sie am 24.09. Ihr Kreuzchen machen müssen. Schönen Dank. So, wie geht das jetzt aus? Ja.